Hallo, wie sehr viele andere Leser und Leserinnen auch, kam ich an diesem Buch absolut nicht vorbei. Das Verschwinden der Stephanie Mailer von Joëlle Dicker-Dickey. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Das hätte ich mir mittlerweile irgendwie mal aneignen können. Jedenfalls das neueste Buch von diesem fantastischen französischen Bestseller-Autor. Ich habe auch seine ersten beiden Bücher gelesen, wobei nicht in Reihenfolge des Erscheinens. Also ich habe zuerst die Geschichte der Baltimores gelesen, was ich schon extrem gut fand. Und habe danach dann die Wahrheit über den Fall Ari Gebär, ich weiß aber nicht, soll ich es Englisch oder Französisch aussprechen, danach dann dieses Buch gelesen. Die beiden Bücher kann man ja auch wunderbar unabhängig voneinander lesen und in der verkehrten Reihenfolge. Es gibt zwar Bezugspunkte, aber es hat trotzdem für mich ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall fand ich die beiden Bücher schon grandios, jedes für sich in der Schreibweise. Die sind so spannend. Es sind Bücher, die immer relativ viele Seiten haben, die sich aber enorm schnell weglesen. Also ich habe dieses neue Buch innerhalb eines Wochenendes gelesen und ich weiß noch, dass es bei den anderen auch so schnell ging. Also gerade den guten Quebert habe ich damals auf dem Balkon gelesen, bei allerbestem Wetter und hatte sehr viel Freude damit. Und als ich mitbekommen habe, dass ein neues Buch von ihm erscheint, was ich mitbekommen musste, weil alle sich so drauf gefreut haben und alle schon im Voraus extrem geschwärmt haben, war mir klar, dass ich es absolut unbedingt lesen muss und das ehrlicherweise, ohne mich überhaupt mit dem Inhalt befasst zu haben. Natürlich ist der Titel Das Verschwinden der Stephanie Mailer schon ein Hinweis an sich, das auf jeden Fall, aber viel mehr wusste ich darüber nicht. Also mir war einfach klar, dass ich es unbedingt lesen muss. Es war mir so ziemlich egal, was auf dem Klappentext steht, weil mir auch irgendwie klar war, dass es nicht sein kann, was mich überhaupt gar nicht interessiert. Und genauso war es dann auch. Wie gesagt, ich habe es im Grunde jetzt schon verraten. Ich habe es innerhalb eines Wochenendes gelesen. Ich habe es verschlungen und ich habe es geliebt. Aber warum geht es überhaupt um das Verschwinden der Stephanie Mailer? Nein, also man muss schon ganz klar sagen, gleich auch zu Beginn, dass dieses neue Buch von ihm noch viel mehr Krimi ist als die anderen beiden. Also beide hatten natürlich im Grunde auch Krimi-Elemente, also der Quebert-Fall viel mehr als die Baltimores, weil das einfach auch eine große Familiengeschichte war sozusagen. Aber beide hatten schon viele Krimi-Elemente, Spannungselemente und so weiter, aber auch sehr, sehr viel eines normalen Romans. Also auch dieses neue Buch ist als Roman ausgezeichnet, aber bei den beiden anderen Büchern fand ich die Anteile, die einfachen belletristischen Anteile, wenn man das so beschreiben kann, noch sehr viel größer. Hier haben wir im Grunde schon eher einen Kriminalroman, was für mich persönlich normalerweise eher abschreckend als irgendwie motivierend wäre, denn Krimis sind nicht mein Fall. Also diese klassischen Whodunit, ne, man hat eben Ermittler und die suchen dann einen Mörder, sonst wie Kriminellen, was auch immer, auf die ganz klassische Art und Weise Indizien sammeln und so weiter und so fort. Ist nicht so richtig meins. Klar, ich lese auch Thriller mit Ermittlern, wiederkehrenden Ermittlern und Ermittlerteams. Auch da interessiert mich aber auch so ein bisschen was, ja, aus dem Privatleben der Ermittler oder so drumherum. Oder ich liebe auch Thriller, die eben keine klassischen Ermittler haben und keine klassische Polizeiarbeit, sondern in denen wir im Grunde die Protagonisten selbst begleiten. Ja, kurz und knapp, der klassische Krimi ist nicht mein Fall. Dazu würde ich so nie greifen, außer es wird mir jetzt so extrem empfohlen, dass ich gar nicht anders kann. In diesem Falle ist es allerdings mal wieder extrem gut gemacht. Also im Grunde geht es darum, einen alten Fall, der als geklärt galt, neu aufzurollen. Also wir befinden uns in einem kleinen Städtchen in den Hamptons. Oder was heißt klein? Ja, also es ist jetzt keine Großstadt. Und dort wurden 20 Jahre vor der aktuellen Handlung, also 84 oder 94, 1994, glaube ich, 2014 spielt das Buch, wurden einmal der Bürgermeister der Stadt, sein Sohn und seine Frau ermordet und eine Joggerin, die vor dem Haus auf der Straße unterwegs war. Und der Fall war damals schon nicht ganz einfach. Es wurde allerdings ein Täter überführt. Die Polizisten werden dafür immer noch als Helden gefeiert und so weiter und so fort.
Und dann ist es jetzt aber so, dass Stephanie Mailer, eine Journalistin, auftaucht und mit einem der beiden ermittelnden Polizisten sprechen möchte, weil sie sagt, dass sie damals den falschen Täter festgenommen haben. Also dass der Mann, den sie damals festgenommen haben, unschuldig ist, dass sie zwar nicht weiß, wer der tatsächliche Täter ist, aber sie der Meinung ist, der Fall müsste nochmal neu aufgerollt werden. Und Jesse Rosenberg, der Ermittler, mit dem sie spricht, ist nicht so richtig überzeugt. Er ist immer noch der Meinung, sie haben damals alles richtig gemacht, sie haben gute Arbeit geleistet, sie sind wirklich allem nachgegangen, haben alles geprüft. Und er kann aber trotzdem diesen leisen Zweifel nicht ganz abschalten und beginnt deshalb nochmal mit ein, zwei Beteiligten von damals zu sprechen. Und ja, bekommt dann auch das Gefühl, dass Stephanie tatsächlich recht haben könnte. Allerdings, bevor er nochmal mit ihr darüber sprechen kann, verschwindet sie. Und damit nimmt die ganze Geschichte seinen Lauf. Wir haben unterschiedliche Perspektiven, einmal von den ermittelnden Polizisten, von verschiedenen Leuten, auch aus dem Städtchen Ophir, und die wechseln sich dann so ein bisschen ab. Wir haben immer mal wieder kurze Rückblicke in die Vergangenheit, wobei das Ganze schon hauptsächlich in der Gegenwart spielt. Also man kann nicht davon reden, dass sich die Zeiten abwechseln würden, aber es gibt immer mal kurze Rückblicke. Blicke oder dass jemand ja daran zurückdenkt und davon ein bisschen erzählt. Und es stellt sich eben tatsächlich raus, dass es einige Ungereimtheiten gibt. Es ist auch so, dass es ganz viele, und das ist so ein Motiv, das schon in den vorigen Büchern aufgetaucht ist, also zwei Motive im Grunde, die mir sehr bekannt vorkamen, auf positive Weise. Ein Motiv ist es, dass wir merken, es gibt Geheimnisse und wir wissen, die werden irgendwann aufgelöst. Es gibt immer mal Hinweise darauf. Wir ahnen schon, dass das entscheidende Knotenpunkte für diese Geschichte sind, aber wir wissen eben nicht, was es ist. Dadurch wird eine enorme Spannung aufgebaut. Das war in den ersten beiden Teilen auch schon so. Im Grunde auch bei den Baltimores, dass man weiß, es gab irgendwie ein großes Ereignis und man weiß aber nicht, was es war und man will es unbedingt wissen und es hält einen völlig am Ball. Und ein zweites Motiv ist, dass wir eine Art zeitlichen Countdown haben. Also in diesem Fall ist es so, dass sich sehr, sehr viel um ein Theaterfestival dreht und um die Premiere auf diesem Theaterfestival. Und die Tage bis dahin werden sozusagen rückwärts gezählt und wir ahnen, okay, da wird dann enorm viel passieren, da explodiert das Ganze und so weiter und so fort. Auch das, finde ich, baut nochmal eine enorme Spannung auf. Mich kriegt man mit sowas ja total, ich habe ja auch schon öfter mal erwähnt, dass ich leider auch völlig anfällig bin für so Cliffhanger am Ende der Kapitel. Ich glaube, es gibt auch Leser, die das total nervt, aber mich nimmt es richtig mit, wenn es gut gemacht ist, und das ist in diesem Fall absolut. Also, er hat einfach eine sehr, sehr einnehmende, sehr bildhafte Schreibweise. Es ist sehr spannend, es ist sehr ereignisreich. Ich muss zugeben, dass ich zwischendurch manchmal Angst hatte, den roten Faden so ein bisschen zu verlieren. Aber glücklicherweise nimmt der Autor einen da immer wieder mit. Also er macht das ganz geschickt, indem er praktisch die handelnden Personen, Ermittler, wie auch immer, kurz rekapitulieren lässt, was wir alles bisher so erfahren haben. Das ist total gut in die Geschichte eingebunden, keine Sorge, aber es hat mir als Leser sehr geholfen, weil es einfach schon sehr viel an Informationen und Geschehnissen ist. Und ich muss auch sagen, es ist im Grunde nicht nur viel, was passiert, sondern es ist schon auch manchmal ein bisschen surreal. Also mit Sicherheit könnte es einen solchen Fall geben, aber da kommt schon einiges zusammen, wo man jetzt sagt, ja, das ist schon so ein bisschen konstruiert, ehrlicherweise. Mich hat es beim Lesen überhaupt nicht gestört, auch jetzt im Nachhinein stört es mich im Grunde nicht. Aber als ich das Buch nochmal so für mich habe Revue passieren lassen, dachte ich, ja, okay, gerade so zum Ende hin, das ist schon ein bisschen viel des Guten. Aber ich fand es einfach richtig gut gemacht. Es war dadurch einfach auch wirklich so schön undurchsichtig. Also ich habe wirklich nicht geahnt, worauf das Ganze hinausläuft. Man wird auch immer mal wieder sehr geschickt auf falsche Fährten geführt. Und was hier auch ganz schön ist, und das sind dann eben auch so die Parts, die der Autor einfach sehr, sehr gut kann, ist eben, dass wir auch sehr viel über die handelnden Protagonisten erfahren. Dass es sehr viele Charaktere gibt, von denen wir am Anfang noch nicht wissen, was genau die jetzt eigentlich mit der Geschichte zu tun haben. Die werden so langsam eingeführt, wir blicken in ihr Leben rein, sehen ihre Probleme auch und ahnen noch nicht, wie das Ganze dann mal zusammenführen wird. Das fand ich sehr gut gemacht. Ich fand, es gab tolle
skurrile Charaktere, auch das kann der Autor wahnsinnig gut. Ich habe ja auch immer ein Herz für die kleinen Chaoten und skurrilen Persönlichkeiten und sowas. Das mag ich einfach. Das lockert so ein Buch auch extrem auf, finde ich. Und dadurch entstehen auch tolle Dialoge. Also das macht er schon sehr, sehr gut. Auch so in diese Stadt reinzublicken, welche Verbindung es da vielleicht auch gibt, welche Intrigen. Wir erfahren auch sehr viel über die Ermittler, über deren Vergangenheit, darüber, was dieser damalige Fall auch mit ihrem eigenen Privatleben angestellt hat. Das ist nämlich gar nicht so wenig, was daraufhin noch passiert ist. Das mochte ich auch sehr gerne, aber alles immer so schön häppchenweise, sodass man immer nur ein bisschen was erfährt und sich dieses Bild so ganz langsam zusammensetzt. Und genau das sorgt dafür, dass ich mich auf keiner Seite gelangweilt habe, dass für mein Empfinden keine Seite zu viel war. Also das Ganze hat, ich glaube, um die 700 Seiten, ja, so 650. Und ich habe jede davon geliebt und verschlungen, ehrlicherweise. Also ihr merkt es schon, ich bin total am Schwärmen. Wie gesagt, es ist viel, aber es ist eben auch einfach, es ist Fiktion, es ist ein Roman, es ist viel Kreativität und es ist für mich völlig in Ordnung, weil es einfach so enorm gut gemacht ist und weil man irgendwann tatsächlich das Gefühl hat, man ist da so in seiner ganz eigenen kleinen Welt, also mit diesem Theaterfestival, mit diesen Persönlichkeiten, mit diesem ja kleinstädtischen dann auch irgendwo. Und das hat mir gefallen. Man war da in so einer richtigen kleinen Blase irgendwie mit drin als Leserin, als würde man wirklich da mittendrin sein. Und in dem Zusammenhang hat es für mich absolut Sinn gemacht und war wahnsinnig toll, extrem unterhaltsam. Also ich kann nur hoffen, dass er noch ganz viel schreiben wird und das auf dem gleichen Niveau wie bisher. Also, das Verschwinden der Stephanie Mailer lege ich euch sehr ans Herz, wie auch die anderen beiden Romane. Auch diesen kann man vollkommen unabhängig von den anderen beiden lesen. Es ist im Grunde egal, mit welchem ihr anfangt. Ich kann auch schwer priorisieren. Also ich fand alle richtig gut. Ich würde fast behaupten, dass die Geschichte der Baltimores bei mir immer noch so mit einem kleinen Ticken Abstand auf Platz 1 ist. Aber wie gesagt, es ist ein Körnchenunterschied oder so. Dementsprechend werde ich den guten Mann gerne im Auge behalten. Und ja, das war's auch schon. Schreibt mir gerne, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr Interesse daran habt, ob ihr schon was anderes von ihm gelesen habt. Das interessiert mich sehr. Ist ja doch auch ein sehr, sehr beliebter Autor. Und das war's jetzt zu seinem neuesten Roman. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!